Bei diesem Interview geht es um mich, Child Survivor Philipp Sonntag. Mein Gesprächspartner ist mein Cousin Thomas Kemmel. Wir haben denselben Großvater, den jüdischen Deutschen Arthur Schönfließ, über den Thomas ein Buch geschrieben hat. Arthur Schönfließ war Mathematiker und Kristallforscher. Er hatte 5 Kinder, darunter die Mütter von Thomas und mir. Philipp Sonntag ist ein Zeitzeuge der Shell Survivors, die als Kinder die Verfolgung durch die Nazis überlebt haben. Das ist einigen wenigen gegen alle Wahrscheinlichkeit gelungen und hat ihr Leben zumeist stark geprägt. Bei der Art und Weise, wie das Überleben gelungen ist, gibt es große Unterschiede. Einige der Überlebenden haben erst spät in ihrem Leben erfahren, was es bedeutet, dass sie jüdische Vorfahren haben und wie ihre Kindheit und Jugend von daher einzuschätzen ist. So war es auch bei Philipp Sonntag. Deshalb beginne ich mit der Frage: Seit wann fühlst du dich als Child Survivor? Sicher schon lange, bevor ich wusste, was ein Child Survivor ist. Mit dem, was ich heute weiß und so studiert habe, habe ich sogar die Vermutung, da eben dass sehr kleine Kinder schon die Anspannung ihrer Eltern spüren und fühlen. Ich halte es also sogar für möglich, dass ich schon im Mutterleib irgendwie gespürt habe, ja, ich hätte da noch nicht sagen können, irgendwas stimmt nicht, aber eine Anspannung. Und die Anspannung meiner Eltern war deutlich. Ich habe noch später erfahren, ich hätte eigentlich 1938 weder gezeugt noch geboren werden sollen. Es war ja alles viel zu gefährlich und meine Mutter fühlte sich eben sehr stark bedroht. Also diese Anspannungen waren da, die Beklemmungen. Und ja, von daher war eine Unsicherheit in meinem Leben. Ich habe auch gespürt, etwa bei alltäglichen Dingen, wie meine Mutter mit Tieren umgegangen ist. Wenn ein Tier verletzt war, hat sie eine außerordentliche Fürsorge dafür gehabt und mir das auch vermittelt. Und das hat mich stark beeindruckt. Ich erinnere noch ein Geschehnis, wo in einem Käfig 2 Kaninchen waren und das eine hatte dem anderen ein pfenniggroßes Stück aus dem Fell gebissen. Und das fand ich also ungeheuerlich und stimmte damit meiner Mutter überein. Aber da war ich natürlich noch in einem beschützten Zustand. Meine Mutter war da und erst mit ihrem Tod war dann ein sehr starker Einschnitt in meinem Leben. Wie kam es zum Tod deiner Mutter und wie war die Wirkung auf dich? Nun, es war 1944, also ein Jahr vor Kriegsende. Ich war 5 Jahre alt. Und ich habe dann ein Dokument gefunden von einer Ärztin, welche also den Tod meiner Mutter durch Suizid infolge Vergiftung mit Veronaltabletten bestätigt hat. Und sie schrieb unter anderem, sie kann sich noch gut erinnern an das ergreifende Bild der Toten und die verzweifelten Klagen eines kleinen Jungen, warum die Mutter ihn nicht mitgenommen habe. Und dieser kleine Junge, das war natürlich ich und niemals konnte mir damals erklären, wie es überhaupt möglich war, wie es zu dieser Tragödie kommen konnte. Man hatte so Formulierungen wie, ja, sie ist von uns gegangen. Und ich fragte also, ja, warum hat sie mich nicht mitgenommen? Es war einfach nicht möglich, es mir zu erklären. Und ich bekam die Beklemmung wieder, die für mich ganz unverständliche Situation, auch in den Stunden vor dem Tod mit. Und ich habe heute noch so vor mir die Treppe, die hinauf zu ihrem Schlafzimmer führte. Ich durfte dort nicht hinaufgehen, wusste, sie ist oben. Ich wusste, unser Hausarzt mit sehr ernstem Gesicht, das bekam ich doch auch schon als 5-Jähriger mit, geht also die Treppe hinauf zu ihr. Und ich hatte irgendwie die Idee, die praktisch, wenn es mir nur gelungen sei, oder gelungen wäre, zu ihr zu kommen, ihre Hand zu halten, hätte das vielleicht helfen können. Ich hatte danach dann Schuldgefühle. Nun, ich war also unten an dieser Treppe,
habe mich geweigert, in mein Bett zu gehen. Ich wollte sozusagen alles irgendwie überwachen, könnte man heute sagen. Schließlich hieß es ja, ich solle mit hinaufkommen die Treppe und mich von meiner Mutter verabschieden. Das habe ich nun auch nicht verstanden. Aber ich erinnere noch heute, da war das Bett, da war ein riesiges Plumeau und die Hand, der Arm waren seitlich aus dem Plumeau so herausgestreckt und ich durfte und sollte also diese Hand ergreifen. Im nächsten Moment wurde ich weiter nach vorne gestoßen wieder und sollte nun weitergehen. Nun hast du dich also von deiner Mutter verabschiedet und nun kommst du wieder hinunter und ich ging die Treppe hinunter und war natürlich in kompletter Verwirrung. Es war mir völlig unklar, wie ich ohne ihren Rückhalt eben überhaupt weiterleben könnte, ja, was ich da tun sollte. Und ich hatte diese Schuldgefühle. Auch war mir irgendwie die Idee fremd, dass mein Vater schon so schnell wieder heiratete, eine arische Frau. All dies konnte man mir ja nicht erklären, dass das letzten Endes, zumindest nach damaliger Meinung, mit meinem Überleben zu tun hatte. Denn meine Mutter hatte ja allein aus der Hoffnung heraus, dass mein Bruder und ich besser überleben könnten, den Suizid begangen. Das war bei der großen Bedrohung damals und den ganzen bedrohlichen Eindrücken eben ihre für sie damals realistische Sicht. Umso tragischer, wenn man später herausgefunden hat, es wäre vielleicht nicht notwendig gewesen. Wann wurden dir die Zusammenhänge klar, dass deine Mutter mit ihrem Freitum versucht hatte, dich und deinen Bruder zu retten? Es war mir zunächst vage klar, es wurde mir ja kaum etwas gesagt. Ich galt als renitent. Irgendwie, ich empfand alles als beklemmend und unnatürlich. Ich lebte in der neuen Familie mehr so wie in einem mürrischen Hotel. Und es hieß, ich hätte meiner Mutter, meiner zweiten Mutter, also dankbar zu sein. Aber die Zusammenhänge konnte ich eigentlich erst wirklich verstehen, weil ja kaum drüber geredet wurde, als ich eben vor dem Abitur die verschiedenen Verwandten besucht hatte. Insbesondere auch Schwestern von meiner Mutter. Nun hatte da auch wieder jede was anderes zu erzählen. Die Verwirrung war groß, aber es war dann völlig klar, also vor dem Abitur konnte ich ja jede Menge Dokumente lesen über Nazis, über Konzentrationslager, über die Ängste. Und mit diesem Wissen konnte ich dann auch meinen Vater mal etwas mehr befragen, der ja normal gar nichts sagte, aber eben bestätigt hat, ja, er konnte meiner Mutter aus seinen Erfahrungen als Bauingenieur eben auch mitteilen, was da in den Konzentrationslagern los war. Und so war die Bedrohung für meine Mutter also als sehr real empfunden worden. Aber wie gesagt, eigentlich habe ich erst als Jugendlicher, im Grunde erst so mit dem Abitur und dann als Student sehr genau verstanden, worum es hier bei unserer Familie als verfolgte Familie ging und was überhaupt politische Gewalt heißt. Ja. Wie hast du dich gewehrt? Wie bist du selbstständig geworden? Nun, als ich herausbekommen hatte, welche Gewalt gegenüber meiner Familie und Millionen anderen Juden und überhaupt mit dem Krieg geschehen war. Dann dazu noch diese moralische Verpflichtung, dass meine Mutter gestorben war, damit ich leben kann. Da habe ich dann überlegt, ich kann nicht einfach irgendein Leben führen. Ja? Erst wollte ich Unternehmer werden, so wie einer Großvater. Und ich fand, nein, ich muss etwas gegen die Gewalt und gegen den Krieg tun. Und in diesem Sinn wurde ich sehr selbstständig und auch unbestechlich. Ich ließ mir dann von den Erwachsenen also nichts mehr sagen. Das hatte übrigens schon früh begonnen. Ja, ich hieß immer, ich sei renitent und schwierig. Man hatte mir gesagt, ja, deine Mutter ist da oben im Himmel und die sieht alles, was du hier an schlechtem Benehmen hast und wie du dich hier aufführst.
Und das war aber ein Fehler der Erwachsenen, denn da war ich der Meinung, ja, meine Mutter würde mich nie so schlecht behandeln, wie ich es dort erlebt habe. Sie wäre da total entrüstet. Und deshalb war ich unbestechlich eben in meiner Unabhängigkeit. Es begann insofern schon als Kind. Für mich als Jugendlichen war dann Clemenceau, der Unbestechliche, ein Vorbild. Ich wusste nicht viel über Clemenceau, aber das fand ich also ganz fantastisch. Und ich war für die Freiheit. Ich bin also schon, bevor ich konfirmiert wurde, habe ich versucht, ein Mitglied bei den Liberalen zu werden, weil ich fand, ja, das ist also fantastisch, die Freiheit. Wie gesagt, das wurde dann alles sehr systematisch und sehr ernst. Ich habe so zur Abiturzeit etwa die 800 Seiten Buchenzky über Sozialismus gelesen. Ich habe viel gelesen von C.G. Jung und ich habe also versucht, die Ursachen der Gewalt auch sehr systematisch zu erfassen und ich war darin unbeirrbar. Es hat mich dann nicht mehr interessiert, was die Erwachsenen sagen. Ich habe gefunden, auch wenn ich zu Hause gemobbt werde, es interessiert niemand, was ich mache. Ja, zweimal im Jahr wurde das Zeugnis unterschrieben. Hingegen bei meiner kleinen Schwester, da war eben abends das Gespräch, ob sie einen Einser mit einem, zwei oder drei Sternen hat. All diese Dinge haben mich dann eigentlich nicht mehr interessiert. Was Vielleicht. bedeutet deine Existenz als Schallsurvivor für dein Engagement? Ich war also der Meinung, ich muss etwas gegen die Gewalt tun, gegen den Krieg tun. Und zwar so hart wie der Soldat im Krieg. Für den Frieden. Nicht von den Befehlen her, die ein Soldat bekommt, sondern diesen Befehl gebe ich mir selber, also aus eigenem Antrieb. Ich war insofern radikal. Ein typischer Child Survivor, ich habe so den Eindruck auch in unserem Verein, wir sind alle irgendwo radikal. Wenn einer radikal zurückgezogen ist, ist das auch radikal. Und wenn einer wie ich meint, okay, ich wäre von Natur aus vielleicht radikal zurückgezogen, ich muss aber Politik betreiben. Ich habe dann politische Wissenschaften und Physik studiert, Tag und Nacht, hatte schon im siebten Semester alle Scheine in beiden Fakultäten, bis auf einen einzigen. Und das hat mir aber nichts ausgemacht, denn wo man motiviert ist, kann man Tag und Nacht arbeiten, ist völlig egal. Ich hatte dann also diese Radikalität auch im privaten Leben gezeigt. Ich hatte ja eigentlich das Glück, dass ich eine wunderbare Jugendfreundin gefunden hatte, aber bei einem Aufenthalt in Ostberlin hatte ich was Neues kennengelernt, nämlich da gab es diese kommunistischen Filme über den Widerstand der Kommunisten gegen die Nazis. Und das fand ich also fantastisch und vorbildlich. Da war Mann und Frau total vereint und total auf einer Linie und ich dachte, ja, ich muss eine solche politische Frau haben. Alles andere ist eigentlich nicht in Ordnung. Meine Freundin ist ja wunderbar und das Schöne ist natürlich viel schöner als das Wichtige, aber das Wichtige ist wichtiger als das Schöne. In solchen Kategorien habe ich damals gedacht. Und habe nach 7 Jahren Liebe meine Freundin also weggeschickt, habe ihr das erklärt und wir waren beide einig, wenn wir uns trennen bei unserer großen Liebe, geht es nur, wenn wir uns komplett und vollständig trennen, sonst halten wir das gar nicht aus. Ich erinnere noch, ja, diese Wahnsinnstat und in meiner Verzweiflung über diese verlorene Liebe hatte ich wie ein Fieberwahn, ja, ich bin regelrecht krank geworden. Und ich weiß noch, ich bekam damals ein Klavier frei Haus für 20 Mark, wunderbar billig. Und mein Vater schaute das also an und sagte, ja, dieses Klavier muss also sofort verschwinden, ich muss das verbrennen. Das hatte Holzwürmer. Ja, dann habe ich das Klavier verbrannt, ich habe es mit einem Vorschlaghammer zerfetzt, also nicht meine Säge zur Hilfe genommen, zerfetzt, im Liebeskummer sozusagen, komplett zerfetzt, aber nicht zu meiner Freundin zurückgefunden. Denn ich war der Meinung, ich habe kein Recht auf ein eigenes Leben. Außer hier im Dienste etwas gegen die Gewalt zu tun. Nicht, dass meine Mutter das erwarten würde, aber da ich nur durch ein solches Opfer lebe,
ist das eigentlich das einzig Angemessene. Und ja, ich habe dann tatsächlich einen Job bekommen, direkt am Ende meines Studiums, wo ich mein Wissen als Physiker und mein Wissen im Rahmen der politischen Wissenschaft voll einsetzen konnte. Das war ein Job, den Atomkrieg im Detail zu untersuchen. Und da bin ich dann auch unter anderem den Hibakusha, den Opfern der Atombombe, begegnet später. Und es war für mich sehr interessant, dass auch die Hibakusha sagten, ja, sie werden von Außenstehenden, ähnlich wie die Child Survivor, kaum verstanden. Sie verstehen sich untereinander sehr gut, aber von außen werden sie nicht verstanden und auch nicht so unterstützt, wie man es vielleicht erwarten würde. Und ja, sie sind natürlich alle sehr, sehr strikt gegen den Atomkrieg und tun alles dafür, diesen zu vermeiden. Da hatte ich also Gesinnungsgenossen gefunden. Und das war mir sehr wichtig. Philipp, konntest du denn in deinem Leben etwas gegen die Gewalt tatsächlich tun? Ich gehe davon aus, dass mir dieses, ich sag mal, Glück zuteil geworden ist, denn sowas ist ja wirklich sehr schwierig. Aber einfach die Tatsache, dass ich Politik und Physik studiert hatte, war bekannt, also in meinem Umkreis, auch bei meinem Professor der Physik. Und er hat mich vermittelt an die Nachfolgegruppe der Göttinger 18, denn die wollten den Atomkrieg im Detail untersuchen. Und da brauchten die also jemand, der ihnen den Atomkrieg in allen Details berechnet und auch die Folgeschäden verstehen kann. Was bewirkt die Physik für die Gebäude, für die Architektur, für auch den ganzen Lebensmittelbereich, für das Wasser, für medizinische Sachen und so. Und da war klar, dass jemand, der Physik und Gesellschaftswissenschaften studiert hat, natürlich geeignet wäre. Also insofern kam ich eigentlich zu einem Traumjob bei Karl Friedrich von Weizsäcker. Denn die Göttinger 18, die gesagt hatten, sie bauen keine Atomwaffen, fanden dann, wenn amerikanische Atomwaffen hier sind und russische auf uns gerichtet sind, dann ist das nicht in Ordnung. Genauso wenig, wie wenn wir Deutsche bauen würden. Wir sind sozusagen genau an der Front extrem gefährdet und man muss das diesen Politikern mitteilen. Und das war Gegenstand dieser Untersuchung. Und zum einen habe ich die Erfahrungen von Hiroshima und Nagasaki sehr genau studiert und angewandt auf Deutschland, ja, mit den anderen Bauweisen und so. Und zum anderen hatten wir Modelle, wir waren ja ein ganzes Team. Und da war also Horst Ahrfeld, der große Stratege, und wir haben überlegt, wie ist es mit der Eskalationsgefahr? Nämlich, dass wenn man einen Atomkrieg begonnen hätte, würde es eskalieren. Man könnte es weder technisch noch militärstrategisch noch politisch stoppen. Und dazu hat man sehr genaue Gründe. Und das alles konnten wir untersuchen. Und weil eben im Team auch Karl Friedrich von Weizsäcker mit dabei war, wurde es auch beachtet. Das heißt, die im Detail durchgeführte Arbeit hatte auch eine politische Wirkung damals. Davon kann man schon ausgehen. Man kann es auch heute noch in Wikipedia eben nachlesen. Und im Grunde genommen versuche ich heute noch, dieses Wissen anzuwenden. Ich bin der Meinung, dass diese Rüstungskontrolle und Rüstungsbegrenzung, die im Anschluss an die Helsinki-Konferenz hier gelungen ist, mit einer Abrüstung von eben der Sowjetunion und Amerika ein Stück weit bei den strategischen Waffen, sonst ja leider nicht, aber in dem Bereich ja, sehr wertvoll. Und die Rüstungsbegrenzung in Europa ist ein Vorbild auch für Nahost. Denn wir haben ja die Bedrohung, ich nenne das, ein nuklearer Holocaust droht zwischen Israel und Iran. Und ich habe also versucht, die Gesetze der Rüstungskontrolle und
die Vorgehensweise der vertrauensbildenden Maßnahmen, wie ich das für Europa sozusagen gelernt hatte, im Rahmen unserer Studien auf Nahost anzuwenden und das zum Beispiel in die jüdische Zeitung Anfang dieses Jahres hineingebracht. Man muss verstehen, wie grundlegend dieser nukleare Holocaust wäre. Es ist ja auch so, dass man regt sich da immer über diese Nationen und ihre Grenzen auf. Nach einem Atomkrieg gibt es eigentlich nicht mehr wirklich die Grenzen von Nationen, sondern nur noch die Grenzen von mehr oder weniger Radioaktivität. Das ist dann entscheidend für das Überleben und das andere kann sogar vielleicht überhaupt nicht mehr beachtet werden. Und man kann auch sagen, dass gewisse Bruchteile der verfügbaren Atomwaffen eben, wenn sie eingesetzt würden, der Aufhebung bestimmter Schöpfungstage entsprechen würden. Also je mehr Atomwaffen, desto mehr Schöpfungstage werden aufgehoben. Denn die meisten Pflanzen, auch viele Insekten zum Beispiel, Wespen und so, halten ja das Tausendfache im Vergleich zum Menschen aus an radioaktiver Strahlung. Also je nach Menge der Atomwaffen würden einzelne Schöpfungstage aufgehoben. Das alles konnten wir darlegen und das war eigentlich mein Hauptanliegen, solche Warnungen in die Politik hineinzubringen. Ja, da wäre noch eine Frage. Bist du ein jüdischer Rabbi-Typ? Auf keinen Fall. Also mich interessiert natürlich, ja, was heißt natürlich, es ist wohl doch meine Natur, mich für Philosophie zu interessieren und für, ich sag mal, natürliche Religiosität. Die wäre aber bei allen Religionen gleich. Das heißt, ich lehne in allen Religionen die Willkür des Glaubens als gefährlich ab. Das, was man versucht, einer Bibel oder Tora, Koran oder so, wortgetreu, wörtlich nehmend dann zu glauben, ist genau die Grundlage von Fundamentalismus. Diese Willkür des Glaubens, das ist das Problem, die Willkür. Und der ganze Fundamentalismus kommt nicht aus natürlicher Religiosität, die wäre ja bei allen Religionen gleich, sondern aus den Unterschieden aus der Willkür des Glaubens. Im Judentum sind eine, für mein Gefühl, eher starre Religion und Politik viel zu sehr verflochten. Das lehne ich ab. Ich meine, es ist mit eine tragische Hauptursache der Judenverfolgung, dass man als Jude doch immer in egal welcher Gesellschaft anders ist und sich absondert und abgrenzt und sozusagen nun eine ganz besonders willkürliche Religion hat. Das ist für mich hier der Schlüsselbegriff mit der Willkür, das, was die Leute trennt und zwar unnötig trennt. Denn soweit es einen Gott gibt, bin ich der Meinung, ist das nicht der Gott einer bestimmten Religion. Und all diese Willkür zu unterstellen, ist eigentlich unsinnig. Nun, ich selbst hatte ja auch gar keine jüdische Erziehung in meiner Familie und erst als ich 55 Jahre alt war, da hat mir eine jüdische Cousine gesagt, ja, was ich denn als Jude zum Beispiel für Israel fühlen würde. Und ich fragte, wieso als Jude? Und sie sagte, naja, deine Mutter ist jüdisch und da gibt es also dieses Gesetz, nicht der Vater, sondern die Mutter sei dafür entscheidend, diese Halacha. Für mich war das Unsinn. Ich meinte, das entscheide ich immer noch selber, ich bin Deutscher. Ja, ich habe ein paar jüdische Gene, das mag schon sein, aber diesen Automatismus und noch dazu so willkürlich wieder, ja, Vater egal, Mutter entscheidet allein, dabei habe ich vielleicht ein Viertel jüdische Gene, so wie meine Vorfahren sich alle vermischt haben. Also ich bin der Meinung, dieser ganze Rassismus, das ist Blödsinn und muss politisch als Blödsinn behandelt werden. Ja, wir haben 98% der Gene mit den Schimpansen gemein. Was soll ich da hier zwischen Chinesen und Juden unterscheiden? Das ist Unsinn. Und diejenigen, die das auf die Spitze getrieben haben, waren die Psychiater. Und mit die größten Verbrechen
Unter den Nazis haben die Psychiater begangen, unsägliche Quälereien von Menschen. Und, aber auch heute gibt es noch die chemische Keule, die E-Schocks. Also ich bin auch der Meinung, dass die Willkür in der Wissenschaft, speziell eben bei den Psychopharmaka und den Psychiatern, viel Schaden anrichtet. Ich sehe mich als jemand, der Gewalt eben nicht nur im Krieg sieht, sondern eben auch Gewalt. Ja, wenn ein Mann seine Frau prügelt, ist es Gewalt. Wenn ein Mann seiner Frau nicht Erziehung erlaubt, ist es Gewalt. Wenn man Kinder einer willkürlichen Religion aussetzt, ist es Gewalt oder die Ursache von Gewalt. Und man wird das in Zukunft überwinden oder man muss auch mit Fundamentalismus leben. Ich hoffe also, dass sich dort etwas tut. Mit Israel und mit den Juden fühle ich mich insoweit solidarisch, als ich mich mit allen unterdrückten Menschen solidarisch fühle. Insofern auch mit Palästinensern, soweit objektiv klar ist, dass sie unterdrückt sind. Ich kann nicht sagen, dass ich ein Fachmann in diesem Gebiet bin, aber ich habe sehr stark den Eindruck, dass das besondere Verständnis, das wir Juden für andere haben sollten, die verfolgt sind, hier leider nicht angewandt wurde. Und gerade die vertrauensbildenden Maßnahmen in Nahost wären eigentlich besonders wichtig. Und insofern ist das für mich ein Unglück. Schließlich noch ein Wort zum Antisemitismus in Deutschland. Auch hier, ja, vielleicht bin ich da radikal, aber ich sage, Neonazismus und Faschismus sind keine Meinung, sondern nachweislich ein Verbrechen. Und ich habe jetzt hier diesen Satz nur wiederholt. Der steht in einem Handbuch der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da gibt es also keinen Kompromiss. Nazis, die sich in die Tradition von Massenmördern stellen, selbst laufend Morde begehen, also etwa einen alle 2 Monate und Verletzte im Schnitt mehr als einen pro Tag. Diese Dinge, dort, finde ich, muss man kompromisslos sein und sagen, das ist also nicht in Ordnung. Und das ist eigentlich etwas, was wir als Child Survivors in voller Konsequenz sagen können. Manchmal möchte man die Leute anschreien. Das erinnert mich an meinen früheren Chef, den Karl Friedrich von Weizsäcker. Der hat in ganz offensichtlicher Verzweiflung über die Kriegsgefahren gesagt, man möchte in Bezug auf Atomwaffen all diese Politiker, diese leichtsinnigen Politiker anschreien. Aber wer schreit, wird als verrückt erklärt. Nun sehe ich selber global viele Leidende und da viele Überlebende vieler Katastrophen. Und da könnte man also immer schreien, soll es aber nicht. Aber abschließend möchte ich sagen, vielleicht kann man ja hoffen mit unserem Dichter Hölderlin, der sagt, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Denn ich habe inzwischen auf diesem Planeten viele Leidende, viele Überlebende von ganz unterschiedlichen Katastrophen getroffen und diese können ein gemeinsames Verständnis haben und in die Gesellschaft einbringen, damit wir dann irgendwann auch mal eine sehr viel entspanntere Gesellschaft bekommen. Der 4. Dalai Lama, der hat sein ganzes Leben lang geheult ohne Unterbrechung wegen all des Leids auf diesem Planeten. Da habe ich mich dann auch gefragt, darf man eigentlich hier sich über irgendwas freuen angesichts all des Leids? Und ich meine ja. Also ich sehe eben doch Chancen, global vertrauensbildende Maßnahmen und völlig befriedete Zustände, ganz andere Zustände zu erreichen. Und was mir dabei gefühlsmäßig geholfen hat, war eine Wende in meinem eigenen persönlichen Leben. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich meine Jugendliebe fortgeschickt hatte, weil ich meinte, das Wichtige und der Kampf gegen die Gewalt sei eben entscheidend. In Wirklichkeit war das aber Gewalt. Und als ich das erkannt hatte,
nach schier unendlich vielen Studien und Meditationen und Büchern und all diesen Dingen, da habe ich dann eines Tages gefunden, ich versuche wieder zurückzufinden. Ich versuche mindestens auch meiner Freundin zu sagen, dass es mir leid tut. Und ich habe also sie wieder gefunden, nach 43 Jahren kompletter Trennung. Und es hat gerade bei ihr auch wunderbar gepasst. Und so sind wir heute wieder zusammen. Ich habe also meine Urfrau sozusagen wieder gefunden und mein persönliches Glück wieder einrichten können, wieder errichten können, wieder Leben ausgestalten können. Und allein schon diese persönliche Erfahrung gibt mir eine Zuversicht. Es ist viel zu tun, aber wir haben auch eine gute Chance, aus der Erkenntnis des Leids heraus eine ganz globale Wende herbeizuführen.